Hallo, herzlich willkommen heute zu einem neuen Kampfgespräch. Wie letztes Mal angedroht, heute wieder ein Bild von dir, Julius. Dann erzähl mal bitte, was ist das für ein Bild? Ja, das Bild, was wir hier haben, das ist aus meiner Zeit, wo ich in Südafrika gearbeitet habe. Ja, auf den ersten Eindruck sieht ziemlich leer aus, so vom Setup her. Aber da war eigentlich gerade recht viel passiert. Ihr könnt in meiner rechten Hand sehen, da habe ich so eine große, ja, eine Keule in der Hand. Das Ganze war von einer Antilope und ich habe das nicht in der Hand, weil ich das geschlachtet habe, sondern weil wir auf eine sogenannte Bush Kitchen gestoßen waren. Und bei einer Bush Kitchen, da handelt es sich sozusagen um ein geschlachtetes Tier, was einfach mitten in so Bäumen verteilt wurde. Und ihr seht, die Teile sind noch relativ groß, weil wir hatten die Leute eigentlich verscheucht vermutlich. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit immer groß, dass sie wieder zurückkommen, um sich deren Sachen eben zu holen. Und deswegen haben wir da ja 3 Tage am Stück gewartet, darauf, dass sie wieder zurückkommen. Aber wenn die nach 3 Tagen nicht kommen, dann kommen die gar nicht mehr. Und da waren wir gerade sozusagen dann am Abmarsch. Ihr seht auch relativ erschöpft und auch eigentlich sauer oder angepisst, dass wir jetzt 3 Tage da rumgesessen haben. Und haben das Zeug dann natürlich haben das halt mitgenommen und dann zumindest woanders hingebracht. Haben die das Tier quasi vor Ort zerwirkt? Haben das im Baum verarbeitet, weil die jetzt nicht alles mitnehmen konnten oder weil die das getrocknet lassen? Genau, das war klassisches Snare Poaching. Das heißt, was viele nicht wissen, die größte Wilderei, da geht es gar nicht um Nashorn oder um Elfenbein, sondern da geht es tatsächlich um rotes Fleisch. Das ist auch der größte illegale Handel in Südafrika. Das heißt nicht Waffen, Drogen oder so, sondern tatsächlich rotes Fleisch. Ja. Ist auch ein bisschen kulturell bedingt. Und was viele machen ist, die laufen einfach nur Wildpfade entlang. Und dann hängen die überall so Schlingen aus. Das ist einfach so ein Drahtschlingen. Und dann laufen die Tiere da rein und die, also, ja, ich will es nicht, Pech oder Glück, wie auch immer, entweder geht es um Hals und strangulieren sich, weil die ziehen halt dagegen. Ja, ja, das ist was, so wie wenn du jetzt mir die Hand gibst, ja, und ich fange an, deine Hand sozusagen zu ziehen, dann ziehst du ja auch dagegen. Und genauso funktioniert das auch. Das ziehen sich ja selbst zu. Genau, die ziehen sich selbst zu oder die werden halt irgendwann an einem Läufer oder sowas gefangen. Ja, ja. Und dann, ja, teilweise ersticken die halt oder verdursten oder verhungern oder was weiß ich. Weil du es gerade gesagt hast, da ist wahrscheinlich, also natürlich ist das beschissen, aber wenn das Tier das Teil irgendwie um den Hals bekommt, dann stirbt wahrscheinlich ein bisschen weniger qualvoll, als wenn es jetzt. Kürzer qualvoll. Ja, kürzer qualvoll, ja, weniger qualvoll wahrscheinlich nicht genau, aber nicht, weil wenn das jetzt irgendwie mit dem Lauf da hängen bleibt, dann hängen die da und verduschen oder verhungern einfach. Ganz genau. Oder werden vielleicht von einem anderen Tier dann noch angegriffen oder so, sonst weiß nicht, werden nichts oder nicht abhauen. Das ist richtig. Na, Riesenpanik auch. Ja. Deswegen habe ich gesagt, mehr oder weniger Glück, das will ich gar nicht beurteilen, obliegt mir auch nicht. Grundsätzlich scheiße. Ja. Auf jeden Fall, was sie ja machen ist, die zerwirken das Tier dann vor Ort, weil hier haben wir einen Waterbug zum Beispiel gehabt. Ich blende mal gleich ein Bild ein, wie das Viech auch aussah, als in der Schlinge da hing. Ja. Und so ein Waterbug ist halt ein Riesenviech, das ist halt so groß wie ein Pferd. Mhm. Oder ja, nicht so ein großer Haflinger, aber so ein. Ja, halt, es gibt ja auch kleinere, ja, mittelgroße Pferde. Ein mittelgroßes Pferd, ja. Aber ich bin ja kein Experte für Pferde. Nee, ich auch nicht. Aber man kann sich gut vorstellen. Und das heißt, es können ja nicht 2 oder 3 Leute können so Viecher nicht tragen. Ja, und deswegen, was sie machen, die zerwirken das in so relativ kleine Teile. Und dann hängen die das einfach in Bäume rein. Und das nennt sich dann eine sogenannte Bush Kitchen. Und da trocknet es eben. Und Muskulatur besteht ja zu 70% aus Wasser. Ja. Und das heißt, wenn es dann innerhalb von 3 Tagen getrocknet ist, dann können die halt plötzlich, sind halt 100 Kilo, dann plötzlich noch 30, 40 Kilo. Ja. Und das können, und ist halt vom Volumen her auch geschrieben. Mhm. Und dann können die es halt plötzlich tragen. Dann können die das in Rucksäcke packen, dann können die große Teile tragen. Zu zweit oder zu dritt eben auch, was davor eben dann so einfach nicht möglich war. Und das ist auch der Grund, warum man, wenn man sowas findet, dann direkt da vor Ort bleibt und den Hinterhalt auslegt, in der Hoffnung, dass sie eben kommen. Und das bedeutet, ihr seht auch hier minimale Ausrüstung, das ist auch das für mich im Busch war, man sieht es hinten nicht, aber ich hatte meine Pistole dabei am Gürtel, Taschenlampe, ja, wirklich das Minimalste. Der Aerostock wurde uns danach geführt, also jeder von uns hatte sozusagen, also wir hatten wie so, ich sag mal, Notfallrucksäcke oder ich nenne es mal Ambush-Rucksäcke haben wir die genannt, also Hinterhaltsrucksäcke. Ja. Und wenn wir sozusagen uns den Hinterhalt ausgelegt haben, dann ist einer nochmal weggegangen und der hat dann zum Beispiel 1 oder 2 Rucksäcke geholt, sodass wir dann manchmal ein bisschen Wasser und Verpflegung hatten, weil wenn du die ganze Zeit im Busch unterwegs bist, du kannst nicht viel mit dir mitführen, weil du musst da durchkriechen, du musst leise unterwegs sein, teilweise manchmal auch schnell unterwegs sein, und da kannst du keinen Rucksack oder so auf dem Rücken haben. Das heißt, du hast maximal hinten irgendwo vielleicht so 1 Liter so eine Hygiene Flasche Wasser oder sowas dabei, und mit der musst du halt die Patrouille auskommen, und wenn du dann halt in den Ambush gerätst, also einen Ambush auslegen musst, meine ich, dann musst du halt mit dem, was du dabei hast, halt klarkommen. Und das ist halt, ist halt nicht viel. Wie so ein Rucksack nah versteckt irgendwo, wo du sagst, okay, machst du ja beim Scharfschützen, sag ich mal, teilweise auch nicht anders, dass du deinen Funk versteckst oder deine Rucksäcke dann lässt.
Und das wird dann halt immer betrieben und hast du vielleicht irgendwo anders dein B-Versteck. Okay, B-Versteck ist schon ein bisschen größer, dann nimmst du teilweise Sachen mit rein, aber hast du irgendwo deinen Beobachtungsposten, wo du dann quasi ein bisschen leichter unterwegs bist, einfach weil es halt recht nah am Feind dann oder nah solchen. Genau, genau. Das heißt, du hast den Rucksack, die Rucksäcke habe ich dann mal irgendwo hingepackt, wo es einfach ein bisschen fernab war. War da, ist der jemand geblieben dann? Oder hatte die, nee, die von der Manpower her? Nein, ging gar nicht. Wir waren nie genug. In so einem Hinterhalt, da liegst du, wenn du Glück hast, waren wir zu dritt. Manchmal waren wir auch zu zweit einfach. Also beim Rucksack lassen, genau. Ja, viel zu wenig. Man muss halt dann abtauchen, wenn du Sachen zurücklassen musst. Genau, musst halt sauber abtauchen, dann suchst du dir irgendeine Stelle, wo einfach kein Mensch hingeht und wo auch kein Wildpfad und sowas hingeht. Da packst du dann hin. Ja. Und da kannst du dann zum Beispiel hin, um an deinen Rucksack ranzugehen. Weil wenn du dann vor Ort bist, du willst halt nicht deinen Rucksack und reißt oder sowas aufmachen, wenn du direkt halt an dieser Stelle bist. Ja. Weil du musst halt innerhalb von diesen 3 Tagen, musst du halt stets und ständig damit rechnen, dass die Leute kommen. Ja, weil die 3 Tage dann in den, quasi in den Beobachtungsposten, ist halt scheiße. Wenn du dann, wenn jetzt irgendwann, du hast nur so eine Flasche Wasser dabei und das ist dann schon recht lang. Das ist super lang und du hast halt, deswegen, man sieht die Beintaschen, die sind immer voll. Hier sind rechts die Beintasche auch offen, glaube ich. Deswegen habe ich vielleicht auch erkältet oder sowas bestimmt. Aber ich hatte immer sozusagen immer was dabei. Weißt du, hast, also Riegel oder sowas kannst du nicht anstecken haben, weil die Packung halt knistert. Ja. Aber ich hatte immer Trockenfleisch. Weißt du, hier so Blöcke Trockenfleisch immer in meinen Beintaschen drin. Gute Specktaschen. Und also weißt du, haben sich hier Platz mit irgendwas anderem geteilt. Und halt meine Flasche Wasser. Und was ich oftmals, bin ich jetzt nicht stolz drauf, aber was ich ein paar Mal gemacht habe, ist, dass ich halt am ersten Tag mein T-Shirt gepinkelt habe und es dann aus dem T-Shirt ausgedrückt habe. Weil dann wusste ich halt, okay, dann kann ich mir sozusagen das Wasser, was ich in der Flasche habe, kann ich mir für den, halt für den zweiten und dritten Tag sparen. Weil es dann halt wirklich geht, aber ja, geil ist das nicht und das löst das auch nicht wirklich. Ja, das geht ja schon. Also man kann ja auch mal ein paar Tage nichts essen und trinken ist immer scheiße. Trinken also ist trinken ist nicht so geil, gerade bei solchen Temperaturen. 3 Tage, wenn das dann auch tagsüber ist, ist halt dann schon beschissen. Das Problem ist halt dann immer, wenn du danach halt was machen musst. Genau, ja. Stell dir vor, die kommen da, die tauchen da irgendwo auf und du liegst da jetzt 3 Tage, hast halt einen halben Liter in den 3 Tagen getrunken, fast nichts gegessen und damit tauchen die auf einmal auf und rennen vielleicht weg oder sowas und dann musst du hinterher rennen und da passiert halt einfach nichts. Da passiert rennen. Nicht viel, nee. Ja. Deswegen musst du halt unheimlich diszipliniert sein, weil du bist nicht auf der Höhe deiner Kraft, wenn du da in dem Versteck sitzt. Nämlich da zum Beispiel, da siehst du ja, da haben wir die Rucksäcke gehabt, aber es war halt nicht immer, dass die Möglichkeit war, dass uns die Rucksäcke nachgeführt worden sind oder dass uns die irgendwo hingebracht worden sind und deswegen, dann hast du halt oftmals nichts gehabt und das waren halt so Momente, wo du was da machen musstest. Und da musst du einfach unheimlich diszipliniert sein. Das heißt, es kann einfach sein, dass du 3 Tage da sitzt und dich halt 3 Tage deine Bewegung aufs Minimalste reduzierst. Dann, du sprichst nicht, wirklich, du sitzt einfach nur da, weil bei einem Busch, wenn jemand da ist, der Angst hat, der kriegt alle, weißt du, der aufgeregt ist, der kriegt ja alles mit. Und das heißt, du kannst dir dann nicht erlauben, dass du irgendwie da an so einem Stock rumschnitzt und man immer so ein Scht hört oder dass du irgendwie an Klett rumspielst oder irgendwas, das geht einfach nicht. Du musst richtig diszipliniert sein. Das ist aber ähnlich wie das ganze Scharfschützenwesen auch. Das ist deswegen Geduld und absolute Disziplin brauchst du, das ist halt, das sind nicht alle dafür gemacht für sowas. Nee, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das auch nicht, ich mach das auch nicht gern. Ich habe das nicht gern gemacht, also, boah, du weißt, ich bin so ein richtiger Hibbelpeter, also richtig schlimm und das war nichts für mich, aber war immer eine geile Herausforderung, muss ich sagen. Und, weißt du, was da perfekt gewesen wäre? Ein Smog. Weißt du? Einfach. Ja. Ich bin auch kein riesen Fan von dem Smog, weil sie die Jacke mit den etlich vielen Taschen dran im Endeffekt. Aber für so gewisse Aufträge, für so gewisse Sachen ist das Ding schon zweckmäßig. Ja. Ja, Smog wär super gewesen, ja. Aber hatte ich nicht. Ja, aber da ist es wirklich minimalste. Man sieht auch den Hund. Also hier, das war ja mein Einsatzhund. Die war ja auch nur mit so einem kleinen Lanyard eben gesichert. Also so eine PSL. Genau, so eine PSL. Und wenn nicht, und so habe ich die immer losgemacht. Habt ihr dabei gehabt im Versteck? Ja. Boah, das ist aber auch gerade, das geht auch fast gar nicht. Oder mit so einem Hund, der kann auch keine 3 Tage da rum. Doch, das geht schon. Also das ist nicht geil für die. Ja, das ging nicht schon hin. Die sind halt super aufmerksam. Gerade die Mallis, wenn man mal überlegt, das ist ja, wenn du jetzt Mali daheim hast und du gehst mal 3 Tage mit denen spazieren, der frisst ja noch in die Wand. Ja, also das ist nicht einfach mit denen. Es kommt auch wirklich auf den Charakter drauf an. Ich muss sagen, die Karma, die war super ruhig für den Mali auch, deswegen mit der ging das auch. Ja. Und die ist halt richtig fickerig die ganze Zeit. Und das macht es für mich halt eigentlich relativ geil, weil dann kann ich da sitzen und halt noch weniger machen. Mhm. Und die ist halt die ganze Zeit sozusagen im Kopf und du musst einfach gucken, was der Hund halt macht. Aber das ist nicht geil für die, muss man wirklich sagen. Und vor allem, die müssen auch noch.
die sind dann noch mehr auf Wasser angewiesen als wir. Und dadurch, weil die schwitzen nicht und können die Wärme so gut regulieren wie wir. Deswegen ist nicht, das ist nicht cool für die. Und deswegen da, das ist halt so, wenn die dabei ist, dann muss der Ebelischer kommen. Also da muss der Rucksack kommen. Ohne Rucksack geht es mit dem Hund nicht. Ja. Aber das ist einfach. Was hast du da allgemein für Klamotten an? Ist das ein Multicam? Das sieht ein bisschen britisch aus. Das ist britisch, ja. Das MTP, weil die haben super, du kriegst diese alten Feldbusen, von denen kriegst du super billig. Ja. Und da hatte ich ein paar mit der Afrika genommen, hab denen auch mit den anderen Rangern sowas gegeben. Von der Farbe her eigentlich geil. Ja, und hat auch so, also zu den gewissen Jahreszeiten haben die wirklich super funktioniert. Da finde ich Multicam auch an sich ganz stark. Also ist natürlich ein absoluter Trend, Tarndruck. Ja. Aber wenn man jetzt so wirklich, deswegen, also wenn man so den universellen Tarndruck sucht, dann ist das schon nicht schlecht. Natürlich für Teile ein bisschen hell, aber so wirklich so universell ist das schon geil nutzbar. Ja. Und dunkel kriegst du das sowieso draußen immer. Ja, genau. Und also da war das halt nur so ganz fein, so Sandboden. Das bringt dir halt nichts, wenn du dich damit irgendwie groß eingerieben hast. Ja, kannst du ja was machen. Also wenn du jetzt Wasser dabei hast. Wenn du Wasser hast, ja. Ich bin immer der Meinung, bei so Tarnsachen, also wenn ich jetzt, bevor ich rausgehe, lieber einen Ticken heller die Grundfarbe und dann draußen, du kriegst das immer irgendwie dunkel und dann pisst du halt einfach in den Dreck und dann reibst, dann hast du den Matsch und dann reibst du das mit dem Matsch drauf. Also dunkel kriegst du es immer irgendwie, aber hell, irgendwas heller zu kriegen draußen, das ist halt schwierig, das ist halt richtig schwer. Ja, deswegen macht man, wenn man die Waffe zum Beispiel lackiert, ist ja auch in der Regel immer anzustreben, dass man die halt ein wenig heller macht. Das sehe ich auch. Und statt irgendwie zu dunkel. Ja. Aber da wollte ich jetzt übertrieben sein, gell, aber halt in Maßen natürlich. Ja. Und aber so ging es eigentlich ganz gut und man sitzt dann halt schön nah am Boden. Ja. In so hohen Gräsern sieht man hier, das ist ja so ein Ausläufer, das sind relativ hohe Gräser. Und wenn man dann irgendwie im Schatten sitzt, in so hohen Gräsern unter einem Baum, der ist halt ein bisschen in der Kontur verschleiert. Ja, nichts anderes. Das ist auch, Baum ist immer so eine Sache, wenn du eine Scharfschnittausbildung oder sowas, sollst du dich ja niemals in eine Baum legen. Da hast du so einen Baumpilz, nennt man das. Mhm. Oder so, weil das ist immer brutal auffällig, als für jemanden, der dann Auge für hat. Ja. Für Ungeschulte ist das halt nicht so erkenntlich, aber wenn du halbwegs ein Auge hast, und du weißt, du hast irgendwie einen Amateur vor dir, schaust du immer direkt neben den Bäumen, weil du das einfach brutal schnell erkennst. Ja. So. Und dann nennt man halt so Baumpilze, weil man das, was irgendwie so natürlich ist. Mhm. Und das macht man auch am Anfang seiner Scharfschützenausbildung, wenn man jetzt die ersten Annäherungsübungen oder sowas macht. Und die Ausbilder das jetzt vorher noch nicht so explizit quasi immer wieder gesagt haben, dann macht man das selber auch, weil man sich da halt irgendwie sicherer fühlt, weil es dann neben so einem Baum. Aber ich sag mal, wenn du halt nichts hast, du kannst dich auch nicht ins offene Gras da reinlegen. Nee, genau. Scheiße, gell? Wenn du nee, man muss halt. Das ist ja, man hat ja so Wildpfad. Also an der Stelle zum Beispiel, da war es so, da war ein Wildpfad, da hatten wir das Tier gefunden und dann, die waren ja noch nicht fertig mit dem Zerbirken, als wir dahin sind. Also wir haben die wahrscheinlich haben wir uns gekommen hören. Und da war, was ich, das waren 50, 70 Meter weiter. Und die ich gehört habe, die euch gehört haben, hauen dann ab. Ja. Dann kommen die wahrscheinlich auch nicht wieder. Ja, weißt du, wenn kommt darauf an, was sie gehört haben. Die wissen ja nicht, vielleicht haben die gedacht, dass da irgendwer anders da vorbeiläuft oder sowas. Muss man sagen, in dem Gebiet, da war es gar nicht so unüblich, dass Leute da vorbeilaufen, weil das war so ein Durchgehgebiet, wo viele Leute durchgelaufen sind, die von dem Township Richtung der Stadt gelaufen sind zum Arbeiten. Mhm. Und deswegen, das war auch nicht weit weg von den Trampelpfaden, wo die gelaufen sind, aber brauchst du Wildpferden. Und deswegen, weißt du, da wollen die auch nicht gesehen werden und dann hauen die halt kurz ab und hatten wir halt gehofft, dass sie direkt wiederkommen. Deswegen haben wir 3 Tage da gewartet. Brutal frustrierend halt. Ja, du siehst ja auch im Gesicht richtig angepisst. Und auch Fleisch habt ihr mitgenommen dann, oder? Ja, genau. Ja. Nimmst halt mit. Aber kann man die Sachen, die klein geschnitten sind, die kann man super verwerten. Mhm. Das kochst du dann auf wie Gulasch. So machen die es ja nicht anders, die dehydrieren das ja. Und dann kochst du einfach wieder auf über längere Zeit mit viel Wasser. Und dann kann man das super, also das ist dann wie davor eigentlich fast. Ich finde das krass, weil das ist halt einfach bei den Temperaturen, dass man so drüber nachdenkt eigentlich, so ein Stück, wenn das dann, man denkt ja eigentlich, dass es vergammelt, dass du es nicht mehr essen kannst. Ja. Aber wahrscheinlich, weil es halt doch so eine recht niedrige Luftfeuchtigkeit ist und so recht trocken, dann kann man das halt, dann hält sich das anscheinend ja doch. Ja, ich habe ja auch mein Fleisch da getrocknet. Ja, aber ich auch so ein großes Stück. Aber so ein großes Stück ist ja schwierig, ja. Das wird ja schon schlecht, oder? Ja, das sowas wird schlecht, ja. Deswegen, Erlegen, habe ich ja gesagt, also die kleineren Schnitte, diese kleinen Verschnitte, die kannst du ohne Problem, kannst du die da mitnehmen und dann auch noch machen. Ja, aber muss man wissen, ne? Das ist immer eine Entscheidung. Ich aber, ja, besonders wenn dann halt Insekten und sowas da ihre Eier reinlegen, dann ist immer so ein, ist schon nicht mehr so geil. Das ist absolut da nicht geil. Besteht man dann nicht mehr ganz so drauf, das zu essen. Das stimmt allerdings, ja.
Okay, man kann ja auch viele Insekten essen, das funktioniert ja auch alles, man kann auch irgendwelche Maden essen. Aber ich persönlich esse ungern Maden, die irgendwo im Fleisch hängen, wenn dann Maden, die irgendwo vielleicht in der Kokosnuss oder sowas. Also hatten wir in Brasilien auch, weil es sind so Kokosnuss und ein paar Kokosmaden daraus. Natürlich sehen die ekelhaft aus und sowas, wenn man das nicht mag. Aber die haben halt auch, das fand ich auch super faszinierend. Wir haben von so einer Kokosnuss und von so einer anderen Frucht, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber aus den verschiedenen Früchten die gleichen Maden gegessen und die haben halt nach dem geschmeckt, was die halt gegessen haben. Ja. Also das ja, jetzt wenn man das so hört, denkt man sich auch so, ja, das ist natürlich klar, aber halt extrem. Ja. Diese Maden gegessen, hast gedacht, du beißt in eine scheiß Kokosnuss rein. Ja. Also nur, dass die Konsistenz natürlich zum A, also die war halt nicht geil, aber es ist schon verrückt eigentlich. Ja, Ja. da habe ich auch. Und das stelle ich mir halt vorstellen, wenn die Fleisch fressen, also so die Maden, und du futterst die dann, ich weiß nicht, ob das auch so geil ist. Ja, die legen halt auch ihr Ei und sowas da rein. Und das hat auch immer mit halt Bakterien und sowas verbunden. Ja. Kann auch richtig nach hinten losgehen dann, Ist ja. richtig, ja. Und da, das kannst du dir auch nicht überstellen, vor, du futterst dann noch so Fleisch da draußen, bist nicht direkt wieder in deiner Base drin oder so und dann hast du richtig Durchfall und musst kotzen. Ja, du bist sowieso schon dehydriert wie Sau und das bringt dich dann um Ich einfach. habe einmal habe ich eine brutale Lebensmittelvergiftung gehabt. War aber auch meine Schuld. Also war wirklich vollständig meine Schuld. Das hätte mich auch gewundert, hättest du keine einzige Lebensmittelvergiftung gehabt Ja. in der Zeit, weil ich hänge mal ein bisschen Fleisch am Baum und dann hole ich es nach 3 Tagen und esse es halt. Das muss ja irgendwann nach hinten losgehen. Ja, aber auf jeden Fall hatte ich eine richtige Lebensmittelvergiftung und dann sind wir aber rausgefahren. Und also auf dem Weg zum Rausfahren habe ich mir das Essen halt geholt am Straßenrand. Was gab es noch, Fisch oder was? Chicken Mayo Sandwich. Du musst dir Boah, ah, vorstellen, stimmt. da gibt es davor, weißt du, gibt's 3 Tage lang gibt es ein Chicken Sandwich, der wird nicht verkauft, dann wird ein Chicken Mayo Sandwich, der halt ein ungekühlter Ja, Mayonnaise. das ist doch perfekt. Ja, und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, das ist, was ich jetzt brauche, ein bisschen Eiweiß. Und habe ich auf dem Weg raus noch gegessen. Boah, dann fing das an, ey, leck mich am Arsch. Erstmal habe ich einen Kopfweh gehabt, das war brutal, und dann direkt hat die Kotzerei angefangen. Dann habe ich auch zum Glück alles direkt rausgekotzt und dann ging es mir tatsächlich besser. Ich habe das ja, zu Recht auch, gell, ein bisschen, aber das hatten wir im Einsatz auch mal. Da sind wir auch, also da war ewig weit, natürlich kein Meer in Sicht, ist klar. Und da war kein irgendwie ein See oder sowas. Und dann mitten im Nirgendwo so ein Fisch stand. Da hast du gedacht so, okay, also das ist definitiv nicht der Ort, wo ich mir einen Fisch hole. Das beste Beispiel ist, keine Ahnung, der Dönerladen. Wo es halt Burger, Pizza, Döner und noch was gibt, da hole ich mir nicht die Meeresfrüchte-Pizza. Okay. Ja, also Da kann auch jeder seine Meinung dazu haben, da kann oder? jeder seine Meinung zu haben, aber das ist nicht der Laden, wo ich bevorzugt meine Meeresfrüchte-Pizza hole, weißt du? Ich finde das, aber okay, so ein Mayo-Sandwich, da geht halt was. Macht was mit einem, Das macht was mit einem. ja. Ja. Oh je. Ja, nee, ist aber eine starke Sache. Was hast du im Rucksack so drin gehabt noch? Also erstmal Tropenmut ist geil, was hast du im Rucksack da so drin gehabt alles? Im Rucksack war noch ein bisschen Erste-Hilfe-Material. Also, ich hatte ein kleines Eifer, glaube ich, am Mann gehabt und da noch ein klein paar mehr Sachen. Dann ein kleines Verpflegung, jede Menge Wasser, vor allem auch so ISO-Zeug. Also, ISO-Zeug hatten wir nicht, aber halt sozusagen Wasserflaschen, wo wir im Voraus halt eine Prise Salz und dann halt ein paar Löffel Zucker reingemacht haben, dass du halt von dem Salz nicht kotzt. Das ist richtig gut. Das gleiche, das habe ich auch sag's mir, in der Arktik habe ich das auch dabei gehabt. Anstatt halt einfach nur, hat sich gerne mal einen Tee gemacht oder sowas auch, aber wenn ich eine Wasserflasche hatte, immer ein bisschen Salz und Zucker mit rein noch. Das ist top. Also wirklich. Ja, dann mal noch ein Woodpower, weil nachts, also es wird nachts halt real einfach frisch und wenn du halt da sitzt, ganz ehrlich, ich brauche nicht frieren. Ja, Habe ich gerade keinen die Bock drauf. Temperaturunterschiede sind halt Genau, ja, krass. die macht es halt Das aus, ja. ist absolut, ja. Und dann, ja, Ersatzbatterien für GPS, Funkgeräte, also dafür Ersatzbatterien. Wirklich so klein, also wirklich minimales Zeug noch. Also da war nicht groß mit irgendwie, wie wir markieren jetzt, Toilettenpapier, wichtig, weißes Gold. Ja. Aber ansonsten wirklich sonderlich viel mehr war da nicht drin. So ein Tarp oder sowas, nimmt man das dann überhaupt mit, dass man sich das mal was abspannt oder Schlafsack mit zu nehmen, hat man sowas dabei? Nee, weil du musst wach bleiben, Ja. was absolut meine Stärke ist, wie du weißt. Und Krass. ja, nee, du sitzt dann einfach da und du musst halt die ganze Zeit darauf vorbereitet sein, dass die Kerle da kommen. Ja. Und du kannst ja nur ganz kurz, kann man Auge zudrücken, was eigentlich auch fast nicht vertretbar ist, aber irgendwie muss es halt gemacht werden, dass du kurz halt versuchst, davon wegzugehen. Da musst du halt unheimlich darauf aufpassen, dass du keine Spuren legst, dass du keine Geräusche machst, lauter so eine Geschichten. Dass du dann in deinen Versteck gehen kannst, wo du einen Rucksack hast, dass du da mal kurz ran kannst. Ja. Aber vieles da auch nicht. Was ich noch dabei hatte, immer war hier so ein Tarnschal. Ja. Das ist auch nicht das Geilste, aber was halt cool war, du konntest die halt irgendwo in so die ganzen Dornbüsche, konntest die so ein bisschen reinhängen, um halt Konturen zu verschleiern. Das war ganz gut. Tarnschminke dabei gehabt? Ja, da hat schon wieder dabei gehabt. Aber Und ich glaube, du hast Handschuhe an dem Bild, oder? genau, im Bild habe ich Handschuhe an. Ja, Ja. und das Gesicht ist halt.
Das halt, das wurde immer am schnellsten aufgeklärt. Das, ja, ich immer, hatte immer dieses Mondgesicht. Ja. Das fällt einfach so brutal auf. Ja, was wir oftmals gemacht haben, ist, wir haben uns über unsere Köpfe haben wir so Insektennetze drüber gelegt. Ja, das habe ich auch irgendwo noch eine, genau, da hängt der. Genau, ja. Base gemessen und Insektennetz drin. Das genau. Ist echt geil für die Kostüme. Das war ganz geil. Und ich hatte auch so ein Netz. Schlauchschall auch noch, aber das ist auch nicht das Wahre. Aber ja, also Tarnschreck ist da, ist umgeschlagen. Ja, das brauchst du wirklich. Das ist natürlich, wenn du 3 Tage draußen bist, hast du die Tarnschreck die ganze Zeit in der Fresse, da siehst du danach aus wie die Rückseite vom Mond. Ja. Gerade wenn du so, es ist halt meistens so, die meisten Tarnschreck ist halt kacke. Ja. Aber man muss halt auch regelmäßig immer nachschminken und das ganze Zeug. Aber mit so Tarnschals kann man schon viel rausreißen. Gerade wenn man so geil die Konturen verschleiern kann. Und ich mag das auch, ich habe immer so wie so Wäscheklammern. So habe ich in meinem Kit immer dabei gehabt. Das ist das Geilste überhaupt. Und es gibt halt also nicht Wäscheklammer, sondern gibt es welche vom Baumarkt, die sind ein bisschen stärker, ja. Ein bisschen mehr Kraft. Und ey, das ist so genial. Das weil ist kannst nicht du dann, die pinken, blauen und gelben Wäscheklammern da. Nee, nicht immer. Weißt du, da kannst du so geil deinen Tarnschal einfach mit den Wäscheklammern da überall hinhängen. Und dann hängt das Ding geil. Das machst du rund um dich herum, überall hast du eine geile 360-Grad-Tarnung. Und dann machst du dir noch so ein kleines Loch rein, wo du dann durchschießen kannst. Und da hast du deine Waffe noch schön abgetan. Da hast du das ein bombastisches Versteck vor allem auch. Lichteinfall wird super reguliert mit den Teilen. Das ist schon geil. Aber gerade wenn du so ein Versteck aufbaust, das habe ich auch gerade in der Ausbildung, in der Scharfschützenausbildung habe ich das dann öfter mal gemerkt, wenn man mal länger drin liegt jetzt in so einem Versteck, nicht nur mal 5 Minuten, dass wenn die Sonne halt wandert und auf einmal hast du dieses brutale Licht in deiner Stellung drin. Und das ist ein Riesenunterschied, weil wenn du dann nicht sauber abgetarnt bist oder nicht sauber irgendwo mal was abgespannt hast, dann wirst du angeleuchtet und dann fällst du halt auf wie Sau. Mhm. Und das ist wirklich, das stelle ich mir da halt richtig schwer vor, einfach, weil du wirklich, wenn du da über das volle Spektrum da drin liegst, musst du auch permanent eigentlich immer nacharbeiten, mal hier und da nochmal was neu tarnen. Das ist schon gar nicht so ohne. Ja, der Vorteil, den du aber halt hast, ist, dass du setzt dich halt wirklich, oder wenn möglich versuchst, dich halt in so großes Grasgebüsche reinzusetzen. Ja. Und du hast ja, also ich muss ja keinen Schusskanal oder irgendwie sowas haben, sondern ich kann ja wirklich, bis der Kerl vor mir steht, kann ich ja sozusagen getarnt sein. Und deswegen, du kannst dich halt wirklich, sag mal, verkrümmeln, sag ich jetzt mal blöd gesagt, weiß ich mal. Stimmt, du bist, ja, du brauchst jetzt nicht die weite Sichtstrecke, wo du viel aufklären musst oder wo du eventuell schießen musst. Ich kann mich halt wirklich einfach nur klein und hässlich machen. Und ich höre, wenn er kommt, der Hund signalisiert mir, wenn er kommt. Und dann musst du einfach in dem Moment, musst du einfach dann bereit sein, da rauszuspringen und auch viel mit Getöse. Ja, da kann man sich noch ein bisschen geiler abtarnen. Ich finde die Videos manchmal geil. Von so, wenn Leute so ein Ghillie anziehen und die legen sich einfach auf eine Wiese und sind dann weg. Ja, ist ja klar, dass die weg sind. Die sehen ja selber auch nichts. Ja, genau. Also der Kerl, der da gerade im Ghillie liegt, in dieser Wiese, der sieht ja selber nichts. Ja. Jeder Idiot kann sich in die Wiese schmeißen, dass man nicht sieht. Aber du musst, das ist ja die Kunst. Du musst dich ja so platzieren, dass du was siehst, aber dein Gegenüber dich nicht. Genau. Und das ist ja was ganz anderes. Deswegen finde ich die Videos manchmal, hey, wow. Ja, natürlich ist das ein schöner Ghillie und alles drum und dran, aber es ist halt totaler Schmarrn. Ja. Ja, wunderbar. Ja, geil. Ein cooles Bild. Vielen Dank. Da war ich ganz schön, da war ich mächtig sauer, hey. Das sieht man ja auch an, ein bisschen so happy. Ja. Na gut, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare wieder reinschreiben, ob euch das gefallen hat. Ja, wir werden jetzt nicht nur noch die Bilder-Beschreibungsdinger machen, immer wieder werden wir das mal mit reinbringen. Mal ein paar coole Geschichten, aber schreibt mal gerne rein, was euch denn gefällt oder was für Bilder ihr gerne hättet. Noch ein paar aus Afrika oder vielleicht Klimazonenmäßig oder aus dem Einsatz oder etc. Vielleicht fällt euch da irgendwas ein, worauf ihr Lust habt. Und dann schauen wir auch, dass wir demnächst mal wieder ein paar Gäste an sowas rantreiben. Aber wir haben schon viele Gäste auf der Liste stehen, die auch richtig Bock haben zu kommen. Müssen wir mal schauen, dass wir das organisiert bekommen. Und ja. Bis dahin. Bis dahin. Servus. Servus.